Dortens, raustreten zum Hofgang. Oh, wir haben wohl ein bisschen zugenommen, was, Daltons? Tja, wir genießen eben das Leben. Nicht so offensichtlich, Averill, schön unauffällig. Mann, diese blöden Maulwürfe, wir müssen was dagegen tun. Das ist ein Job für Rattenplan. Das sind Babyberge, ganz viele Babyberge. Wo sind eure Eltern? Ja, endlich sind wir frei. Averill? Wo ist Averill? Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Ich hab weiter als ihr gebuddelt. Wir sind vollzählig. Emmett, die Daltons versuchen wieder zu fliehen. Egal, das schaffen sie ja doch nicht. Haben sie noch nie. Schnarchnase. Hau, wir bringen euch die Hässlichen. Habt ihr Kaugummi? Kaugummi? Die haben uns für ein paar Kaugummis eingetauscht. Wir sind Kriminelle. Auf uns sind tausende Dollar ausgesetzt. Schon möglich, Joe, aber Kaugummi schmeckt gut und Geld schmeckt gar nicht. Ihr kommt in die Nebenzelle, bis die Löcher verstopft sind. Die ist noch frei. Wie habt ihr das angestellt? Wir haben ein Loch in die Wand gemacht und da haben wir die Erde aus unserem Fluchttunnel durchgeschoben. Sag ihnen doch gleich noch, womit wir gegraben haben. Mit den Löffeln, die wir aus der Kantine geklaut haben. Das verstehe ich nicht. Warum haben die uns unsere Löffel weggenommen? Hey, nicht verkrampfen, Joe. Ich massiere dich. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Okay, das reicht. Massier mich später weiter. Mir geht's schon wieder besser. Womit graben wir denn jetzt, Joe? Wir haben ja noch die Gabeln. Aber diesmal sind wir schneller, weil wir nur noch ein einziges Loch graben. Ein Loch für alle vier? Wer ist jetzt dran? Komm runter, Joe. Her mit der Gabel. Oh. Welcher ignorante Idiot hat meinen Kessel mit Erde gefüllt? Oh. Die Daltons tun das schon wieder. Die Indianer werden sie wieder zurückbringen. Ja, aber unser Kaugummi-Budget ist explodiert. Wir haben es fast geschafft, Joe. Perfekt, ich bin wieder dran. Weißt du, Joe, ich habe alle Tunnel, die wir gegraben haben, seit wir hier sind, gezählt. Es waren genau 7074. Ja, und? Das ist eine ganze Menge. Zerbrich dir nicht deinen hässlichen Kopf, Einstein. Schärf lieber diese Gabeln. Ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab, 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 ab. Ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Und strecken. 1, 2, weiter und weiter. Sehr gut, sehr gut. Und runter und hopp. Und runter und springen. Bravo. Aufhören, die Babyberge kriegen ja Angst. Alles okay, hast du dir wehgetan? Wo sind wir? Eine Riesenwespe. Hab keine
Angst, kleiner Babyberg. Ich werde dich beschützen. Joe! Joe! Alles okay? Wir müssen wieder Gabeln kaufen. Wo sind die denn alle hin? Und atmen! Ein Loch? Aber nur ein klitzekleines. Unsere Löcher! Die klauen uns unsere Löcher! Die Gefangenen versuchen zu fliehen! Alarm! Meine Kunden! Und mein Profit! Ja. Komm, wir hauen ab! Das wird mich eine Menge Kaugummi kosten. Ja, wir sind frei! Frei! Die Daltons haben ein gutes Timing. Bis eure Mitgefangenen wieder zurück sind, werdet ihr euer Gefängnis wieder neu aufbauen. Wow! Guck mal, Junior, wir haben deine Mami gefunden. Kikeriki! Ach, nur noch 75.000 Tage in diesem Rattenloch. Ist ein Schlachter in unserer Zelle oder träume ich immer noch? Natürlich nicht, Joe. Das ist doch nicht echt. Ach, nicht echt? Letzte Nacht hatte ich einen ziemlichen Hunger und da habe ich das gemalt. Schick, hä? Würstchen! Ja! Averill, deine Malerfähigkeiten werden uns zur Flucht verhelfen. Hast du alles verstanden? Du malst eine Wand an das Tor und ein Tor an die Wand. Die Wachen bewachen das falsche Tor und wir fliehen durch das richtige Tor. Wir öffnen das Schloss in der Wand, die eigentlich das Tor ist. Verstanden? Zeig uns, was du drauf hast. Ich mag's nicht, wenn man mich beobachtet. Das macht mich nervös. Eure Rücken beobachten mich immer noch. Gut, wir gehen. Aber mach's anständig, so wie die Würstchen in unserer Zelle, ja? Na schön, so wie die im Schlachterladen. Was hast du dir dabei gedacht? Ich hab gemacht, was du gesagt hast. Du Hornochse! Du solltest eine Wand ans Tor machen und ein Tor an die Wand. Das machst du heute Nacht nochmal. Denk dran, wir wollen ausbrechen. Wir wollen ausbrechen. Oh, ups, alles klar. Ich komm dann mal wieder, wenn der Laden aufmacht. Graffiti? Dieser Schmierfink beschmutzt meine Gefängnismauern. Aber nicht doch. Er ist ein Künstler. Lassen Sie ihn ruhig malen. Ein Künstler? Aber das ist perfekt. Aber ja, ich liebe die Kunst. Also das glaube ich einfach nicht. Du hast einen Strand gemalt. Oh nein, einen Strand! Was denn? Du hast gesagt, ich soll ans Ausbrechen denken. Und dann denke ich natürlich an einen Strand, du nicht? Hä? Wir können wohl nicht schwimmen. Averill, Wachen bewachen Tore. Sie bewachen keine Wände, sie bewachen keine Fleischerläden und sie bewachen auch keine Strände. Du wirst jetzt also ein Tor an die Wand malen und eine Wand an das Tor. So bewachen die Wachen eine bemalte Wand, während wir die Wand, die eigentlich ein Tor ist, aufschließen und abhauen. Aber Joe, du Dummerchen, Wände haben doch keine Schlösser. Wände sind eben nur Wände. Ich bring diesen teuflischen Picasso um, der ist ja sowas von dämlich! Er ist ein Niemand, eine Null, ein Hohlkopf, ein Rindvieh, der ist selbst zum A-Machen zu doof! Jetzt bist du aber ein bisschen zu weit gegangen, Joe. Der Niemand macht jetzt einen Pinselstreich, damit das klar ist! Der Niemand möchte seine kostbare Zeit nicht mit einem Kunstmuffel verbringen! Der Niemand verzieht sich! Au revoir! Du hast ihn wohl beleidigt.
Keine Sorge, von jetzt an schwinge ich den Pinsel. Okay, ich werde ein Tor malen, das sich gewaschen hat. Sein Stil ist gewöhnungsbedürftig. Mir hat die Fleischerei besser gefallen. Die war irgendwie mehr fleischig. Na also, öffnen wir das Tor und dann licht sie weg. Sag mal, Soldat, warum bist du nicht auf deinem Posten? Aber ich bewache doch das Tor. Richtig, und was machst du dann da? Das ist das einzige Tor, das es hier gibt. Wo ist nur dieses dämliche Tor? Heilige Lieferung! Hab's gefunden. Nichts wie weg. Ich hätte es wissen müssen. Sperrt die Dalton-Brüder ins Loch und dann schließt das Tor sofort. Das war's. Wir kommen hier nie raus. Hey, was macht ihr denn hier drin? Ah! Was, du bist auch im Loch? Im Loch? Was für ein Loch? Ich lass nur meiner Fantasie freien Lauf. Soll ich euch etwas rumführen? Ja, bitte, sehr gern. Ja, und so habe ich dann dieses Kunstwerk hier gemalt. Was mich am meisten interessiert, wo ist der Ausgang? Und dieses Kunstwerk nenne ich die steile Treppe. Jetzt da lang! Sie hat die Treppe genommen! Sie sind da lang! Durch die Tür! Tja, und das nenne ich die Tür. Da sind sie! Nichts wie weg! Es ist vorbei. Wir stecken fest. Laufen wir hier lang. Voila. Du denkst wohl, du bist in einem Cartoon. Du bist ja ein so dämliches Rind. Kommt ihr endlich? Oh. Ja! Wir haben einen Zug gehört. Wart ihr das? Wenn wir euch die Wahrheit sagen würden, ihr würdet sie uns nicht glauben. Wie sieht's aus? Alles erledigt! Ja! Au, warum funktioniert es diesmal nicht? Ich versuch's nochmal. Was machen die denn da drin? Ach, das ist ihr neuester Fluchtplan. Joe glaubt, er wäre in einem Cartoon. So was Dummes. Ein wahrer Künstler wird eben oft missverstanden.